Herzlich willkommen zu diesem Video. Mein Name ist Philipp Malte Lingnau und ich habe immer noch einen Interviewgast, wie schon im letzten Video. Wenn du den ersten Teil des Videos noch nicht gesehen hast, also beziehungsweise den ersten Teil des Interviews, dann verlinke ich den hier nochmal in den Infokarten, dann kannst du den angucken. Dort habe ich mit Lars über die Grundlagen von finanzieller Freiheit gesprochen, was das für ihn heißt und vor allem, wie er seine persönliche finanzielle Freiheit aufgebaut hat. Und ansonsten will ich nicht lange drum herum reden. Wir springen jetzt direkt in den zweiten Teil des Interviews und du wirst genau erkennen, worum es geht. Okay, dann herzlich willkommen, Lars. Willkommen zum zweiten Teil des Videos. Wenn du den ersten Teil noch nicht gesehen hast, den verlinke ich hier nochmal. Der ist auch in den Infokarten oben. Und zwar ging es darum eigentlich, was bedeutet finanzielle Freiheit für Lars? Wie hat er das erreicht und was sind Möglichkeiten, mit denen man das angehen kann. Der Lars macht das mit Amazon, aber wenn du mehr dazu erfahren möchtest, dann guck dir einfach das andere Video an, da sind wir da schon im Detail drauf eingegangen. So, im letzten Video haben wir aber sozusagen den Teaser gegeben, dass der Lars auch sehr, sehr interessiert im Bereich Investieren ist. Und ich glaube, das ist aus einem relativ ähnlichen Grund entstanden wie bei mir, weil wenn man anfängt, ein Geschäft aufzubauen und das sich dann immer weiterentwickelt, kommt man halt irgendwann zu dem Punkt, wo man sagt, okay, ich habe jetzt ein gewisses Kapital in meiner Gesellschaft oder in meinem Geschäft aufgebaut und mit dem arbeite ich da, aber man hat natürlich auch ein gewisses Kapital, was man jetzt zur Seite legt, weil man hat natürlich nicht immer die Möglichkeit, alles in seinem Unternehmen arbeiten zu lassen. Also wenn man die Möglichkeit ist, natürlich super, weil man meistens dort, zumindest meine Erfahrung, die höchste Marge hat, aber diese unendliche Skalierbarkeit ist ja meistens schwer direkt hinzubekommen. Deswegen sucht man natürlich nach Mitteln und Wegen, wie kann man sein Geld eigentlich für sich arbeiten lassen, anstatt nur selbst dafür hart zu arbeiten. So. Und ich bin dann auch hingegangen, habe geguckt, was kann man machen. Ich habe meinen Weg halt über die Börse gefunden und das Thema Value Investing und vor allem Stillhaltergeschäfte. Aber der Lars ist einen anderen Weg gegangen und ich finde es eigentlich immer spannend, das so transparent auch nochmal darzustellen. Und der Lars hat sich sehr, sehr stark in das Thema Kryptowährung sozusagen eingelesen, spezialisiert und gibt da richtig Gas. Und wenn man Kryptowährung hört, ist so das Erste, was einem ja in den Kopf kommt, Bitcoins. Aber ich will jetzt gar nicht zu viel vorwegnehmen. Was ist denn genau dieses Kryptowährung-Thema und warum hat das gerade aktuell so eine Relevanz, dass du sagst, das ist für Investments für mich relevant oder interessant? Ja, ich meine, also wie du so wie wir uns auch kennengelernt haben, sind wir immer irgendwie auf dem Weg gewesen, irgendwie ultra krasse Renditen irgendwie rauszuholen. Und für mich, also ich erzähle ein bisschen die Vorgeschichte, wie ich zu diesem Bitcoin-Blockchain-Thema gekommen bin. Und für mich ist halt das ganze Thema irgendwie persönlich halt irgendwie Immobilien und Aktien und ETFs und so irgendwie ultra langweilig, ja, weil ich halt irgendwie, also so bin ich, ich persönlich sage jetzt nicht, dass es schlecht ist, ja, es ist alles auch wirklich gut und wahrscheinlich auch langfristig eine super Entscheidung, aber gerade der Immobilienmarkt, ja, ist so teuer, da kann man fast, wenn man sich nicht auskennt, ja, hat man fast keine Möglichkeit, meiner Meinung nach, da irgendwie gut reinzukommen. Und ich habe mich vor vielen Jahren schon mal mit Bitcoins beschäftigt, leider jetzt ganz, ganz lange nicht ausführlich und nicht nur passiv, was sehr, sehr dämlich gewesen ist, aber kann man nichts machen. Was mich halt persönlich super, was ich super, super spannend finde, ist halt diese ganze Dezentralisierungsthematik, dass es keine Institution mehr geben wird wie eine Bank, ja, die alles kontrolliert und einfach so entscheiden kann. Ich meine, ich sehe das ja im Amazon-Kontext, wie Amazon einfach ihre Plattform kontrolliert, ja, und einfach so von heute auf morgen sagen kann, du nicht mehr. Ja. Und zack, berichten Millionen Business, die du aufgebaut hast, zusammen. Und Amazon muss dir nicht mehr einen Grund geben. Er kann einfach sagen, ja, du hast einen Fehler gemacht. So, ja. Und darum finde ich die Thematik natürlich ultra, ultra spannend. Klar, diese ganze unglaubliche Wertsteigerung in den Kryptowährungen ist natürlich auch ein super, super spannendes Thema, aber im Gegensatz zu vielen anderen, die quasi nur Kryptowährungen wie Bitcoin, wie sie alle heißen, als Spekulationsobjekt sehen, sehe ich, und ich habe ja einen technischen Background, wie ihr im vorherigen Video ja schon gehört habt, interessiere ich mich halt für die Technologie dahinter, ja, und für die Unternehmen, die verschiedenen Blockchain-Unternehmen, die dahinter halt entstehen. Ja. Und jetzt auf einmal in dieser ganz, 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 ganz frühen Zeit, in der wir uns aktuell bewegen, können Otto-Normalverbraucher wie wir beide in diese Unternehmen investieren, ja, was normalerweise in unserer jetzigen Zeit
nur irgendwelchen ultrareichen Venture Capitalisten oder so ermöglicht ist. Ja. Und jetzt haben wir die Möglichkeit bei ICOs, ja, Initial Coin Offerings, ist sowas wie ein IPO, wie so ein Börsengang, ja, haben wir die Möglichkeit, frühzeitig in Unternehmen zu investieren, wo wir sagen, dass sie in den nächsten Jahren irgendwie super, super Potenzial haben. Ja. Und das finde ich halt das Spannende. Ich bin auch niemand, der nur in Bitcoin investiert. Ich arbeite auch eng mit dem Julian Hosp von dieser Krypto-Gruppe da zusammen auf Facebook. Kannst du bestimmt auch verlinken in die Shownotes hier. Es ist ultra spannend. Ich habe ein Portfolio mit mindestens 15 bis 20 verschiedenen Kryptowährungen, um einfach diese Volatilität auszubalancieren. Und ich finde es einfach super spannend, in diese neuen Märkte da reinzugehen. Ich werde wahrscheinlich noch irgendwann mal langweilige Wohnungen mir kaufen. Ja. Aber ich finde es halt auf jeden Fall spannend. Natürlich auch die Wertsteigerung ist natürlich auch ein sehr, sehr spannendes Thema. Ja. Können wir ja nachher noch mal ein bisschen drauf eingehen. Ja, also das ist so ein bisschen so die, sag ich mal, das Abschließende ist so ein bisschen die Motivation dahinter, ja. Nicht nur das Investitionsobjekt Kryptowährung zu sehen, sondern auch das, was dahinter ist, zu sehen und zu verstehen, ja. Ja. Nee, also ich finde es sehr, sehr spannend, was du sagst, weil viele gehen ja in den Bereich und sagen dann direkt, oh, spekulativ oder sonstiges, aber ich finde den Ansatz, den du gerade dargestellt hast, zumindest sehe ich eine gewisse Parallele zum Value Investing, weil du suchst einen Wert, der dahinter besteht und du sagst nicht, boah, ich will jetzt irgendwie schnell reich werden durch irgendeine Differenz, die da entsteht. Und du guckst dir sozusagen, also du versuchst hinter die Fassade zu blicken. Und das ist, was wir beim Value Investing machen, nichts anderes, weil wir versuchen, den Wert, den der Markt gerade noch nicht sieht, zu erkennen und dann sozusagen gegen die Masse zu uns zu entscheiden. Und dann da reinzugehen. Das Thema erlebt ja aber wahrscheinlich seinen Hype nicht aus diesem Grund, würde ich jetzt mal sagen. Das heißt, dieses Thema, wie du ja gerade schon meintest, erlebt den Hype eher darüber, weil Leute sagen, boah, 400% in den letzten Monat gemacht, da muss ich jetzt rein. Und das ist natürlich auch immer eine Gefahr von einer Blasenbildung oder Gefahr, dass dann irgendwie Leute da reingehen und sagen, boah, jetzt muss das aber so laufen, dann läuft es eine Woche nicht so und ich muss wieder raus. Lass uns doch nochmal, wie du auch gerade meintest, dieses Hype-Thema so ein bisschen thematisieren und wie du das mit diesen Wertsteigerungen da einschätzt, weil du ja auch sagst, für dich ist das irgendwie eher was Längeres, sondern also wie man das vielleicht auch einschätzen sollte, deiner Meinung nach. Ja, da vertrete ich auch, wie gesagt, einen großen Bereich oder halt fast alles, was Julian da auch sagt, der ist ja auch einer so ein bisschen der Top-Influencer in diesem Bereich, ne? Ich meine, es ist halt ein ganz frisches, neues Thema, ja, und jetzt gerade in den letzten Wochen kam halt irgendwie, keine Ahnung, ist der Market Cap, also die komplette Kapitalisierung des Kryptomarktes, die man auf coinmarketcap.com nachsehen kann, keine Ahnung, von 50 Milliarden auf 90 Milliarden hochgegangen. Einfach mal 40 Milliarden frisches Geld da rein innerhalb von einer Woche, ja, oder eineinhalb Wochen. Und ich meine, das ist natürlich ein krasses emotionales Thema und da verlieren Leute auch ziemlich viel Geld. Ich habe letztes Jahr da auch viel Geld verloren, weil ich mich von meinen Emotionen da leiten lassen habe. Natürlich ist es krass, wenn du siehst, dass die Coins irgendwie 100% nach oben gehen. Ja, ich habe Kryptowährungen in meinem Portfolio, die sind für 450% nach oben gegangen in den letzten Wochen. Ja. Aber man sieht halt auch, wie das halt noch so ein ganz frischer Markt, der halt quasi Geld bekommt. Dann crasht er wieder ein, weil irgendwas passiert, weil die Leute Angst bekommen, ja, und da hilft es mir halt persönlich irgendwie diese Brille aufzusetzen, wenn man halt sieht, okay, wie groß ist der Kryptomarkt? Ja, wir haben aktuell, glaube ich, mal zum Zeitpunkt des Videos, glaube ich, 80 Milliarden Market Cap, ja, und wenn du mal anguckst, wie groß der generelle Finanzmarkt ist, ja, ich habe es nachgelesen, 75.000 Millionen US-Dollar, sind es Trillionen oder so, keine Ahnung, nur der amerikanische Markt, und ich denke mir halt, okay, was passiert, wenn in den nächsten Jahren immer mehr Geld von dem traditionellen Fiat-Bereich in den Kryptomarkt geht, weil die Leute getriggert werden durch Fehlentscheidungen in der Politik, ja, Inflation und so weiter und so fort. Und jetzt kommt das spannende Thema. Bis auf Ether oder so, was auch eine Kryptowährung ist, gibt es nur eine gewisse Anzahl an Kryptowährungen, nicht nur Kryptowährungen, sondern zum Beispiel Bitcoin hat, der weiß nicht, wie viel ist gerade entfallen, 20 Millionen oder ein bisschen mehr. Das ist halt deflationär. Ja? Also es gibt nur eine gewisse Menge an Coins. Und das ist halt das Spannende, was halt für meiner Meinung nach, wenn man in Richtung Investing denkt, den Preis halt auf jeden Fall nach oben bewegen wird, weil das Geld kommt
von dem Fiat-System in ein deflationäres, dezentralisiertes Währungssystem, ja, und das wird den Preis nach oben drücken, ja, weil es halt einfach nicht mehr Coins gibt von der jeweiligen Währung, ja, und das heißt im Umkehrschluss, dass der Preis nach oben gehen wird, ja. Ich will jetzt auch keine Spekulationen antreten, ob der Bitcoin jetzt bei 20.000 oder eine, da gibt es ja die wildesten Spekulationen. Ich betrachte einfach diesen kompletten Blockchain-Markt, ja, und genau, das ist so ein bisschen das, wo ich sage, okay, selbst wenn es mal hoch und runter geht, ich verkaufe auch nicht, ich mache so wie Warren Buffett, wenn der Markt runtergeht, kaufe ich wieder nach, ja, und sehe das eher als Opportunity, nochmal neues Geld nachzuschießen und mache diese schöne HODL-Strategie, ja, buy and hold, und freue mich dann irgendwie in ein paar Jahren, wenn aus meinen, keine Ahnung wie viel 1000 Euro es halt irgendwie ein paar Millionen geworden sind wahrscheinlich, ja, und die anderen haben nichts mehr, weil sie Angst bekommen haben und quasi das Geld wieder rausgezogen haben. Ja. Ich drücke dir dabei auf jeden Fall die Daumen. Also das ist auf jeden Fall die richtige Einstellung. Das ist auch genau das, was ich hier auf dem Kanal vertrete, dass man diese Emotionskontrolle erstmal erlernen muss. Das ist nichts, was einem irgendwie in die Wiege gelegt wird. Man muss die Fehler machen. Ich habe sie gemacht, so wie du es gerade angedeutet hast, hast du es auch gemacht. Und man kann auch nur aus den Fehlern lernen. Man kann jetzt sagen, boah, ist alles scheiße, ich drehe das in die Tonne. Oder man sagt, okay, ich nehme das als Anlass, mich gegebenenfalls ein bisschen weiterzuentwickeln. So, ich merke aber bei dem Thema, wir werden schon sehr, sehr schnell sehr technisch. Das heißt, du hast ein paar Begriffe genannt wie Fiat und Blockchain. Vielleicht macht es ja Sinn, nochmal auf die Themen einzugehen, weil ich glaube, durch diese, also Fiat ist, glaube ich, einfach nur ein Begriff, der diesen Markt beschreibt. Aber wenn wir nochmal ein bisschen auf die Blockchain eingehen, könnte oder sollte der Wert, den du darin erkennst, denke ich mal, deutlicher werden, weil das beschreibt ja das ganze System, was dahinter steckt und warum das überhaupt einen Mehrwert bietet. Weil ansonsten könnte man natürlich auch irgendwie in Penny Stocks investieren, die haben auch so eine Wertsteigerung, aber es hat ja schon einen Sinn, warum du das machst und einen Wert, den du dem Ganzen beimisst. Willst du da gerne nochmal drauf eingehen? Ja, das mache ich gerne. Ich versuche es mal sehr aus der Vogelperspektive zu erklären, um nicht zu technisch zu werden. Ich meine, das Spannende an was ich in dieser ganzen Blockchain-Technologie finde, ist halt, dass die Block, also es gibt keine Institution wie eine Bank, die jetzt sagt, okay, ich verwalte das Geld von Lars. Ja, eine Blockchain ist nichts anderes als ein Programmcode, der quasi von uns Menschen am Leben gehalten wird durch Rechenleistung, ja, und der sozusagen, wo jeder alles sehen kann, also sprich quasi ein dezentrales System, was von uns Menschen sozusagen kontrolliert wird, nicht kontrolliert wird, sondern mal am Leben gehalten wird, ja. Und das finde ich halt das Spannende, gerade weil einfach immer mehr Leute das Vertrauen verlieren in Institutionen wie Banken, Politiker und so weiter und immer mehr wahrscheinlich auch vom Kopf her hin zu dieser dezentralisierten Lösung gehen. Ja, es ist ein bisschen schwierig, das Blockchain als solches, weil es halt auch bei den verschiedenen Währungen verschiedene Ausprägungen hat, sozusagen zu erklären. Ja, aber das Einfachste ist einfach, dass es keinen Middleman mehr gibt. Ja, es gibt keinen mehr, der sagt, okay, du bekommst das und ich verwalte dein Geld. Ja, sondern es gibt ein riesiges Kassenbuch quasi, wo jeder seine Transaktionen reinschreibt, ja, und es wird quasi von uns Menschen validiert, dass es auch richtig ist. Also es gibt auch, gerade bei Bitcoin einer der stärksten ist, dass es kein Double Spending gibt. Also ich kann nicht sagen, okay, ich habe auf einmal doppelt so viel Geld, weil dann sozusagen die ganzen anderen Leute sagen, okay, nee, das stimmt aber nicht, ja. Und es ist halt das Spannende daran, ja, dass es mehr wieder zurück zu uns Menschen geht und da schon sehr, sehr viele bis jetzt zentral verwaltende Institutionen zu Fall bringen kann. Ja, zum Beispiel ein kurzer Fall oder ein, zwei vielleicht Beispiele dieses Blockchain-Thema spannend erklären, weg von dieser normalen Währung Bitcoin, die eigentlich ja keine Funktionalität darstellt, außer eine Währung, die schnell versendet werden kann. Ja. Aber zum Beispiel das Thema Storjay oder Zia, ja, das sind zwei Blockchain-Startups, die einen dezentralen Cloud-Hoster rausbringen, ja, oder ja, schon entwickelt haben. Das heißt, wir Menschen, du hast 1 Terabyte freien Speicherplatz auf deiner Festplatte, ja, und den stellst du quasi dem Netzwerk zur Verfügung. Und jemand anderer, der zum Beispiel, keine Ahnung, riesige Webanwendungen baut, kann sich sozusagen
Cloud-Speicher dann bei SIA mieten. Ja, und somit schließen ganz viele Menschen ihre Kapazitäten zusammen zu einem dezentralen Hoster und jemand anderer kann quasi die Kapazitäten wieder mieten. Ja, und er legt sozusagen die 100 Terabyte Files quasi in die Blockchain und die Blockchain verwaltet quasi, wo was hinkommt. Ja. Und es ist überall einsehbar, was wo ist. Ja. Und es ist halt ultra spannend. Und zum Beispiel, das macht SIA oder StoreJ, die beiden Startups. Oder lass uns nochmal überlegen, was es noch Spannendes gibt, wo es einfach erklärbar ist. Ist Golem zum Beispiel. Bei Golem ist es ein ganz, ganz spannendes Projekt, wo du quasi deine Renderleistung, also sprich, du hast einen Computer, mit dem du 3D-Grafiken rendern kannst, ja, weil du irgendwie CAD-Programmierer bist oder sonstige Sachen. Und du kannst quasi die Render-Power kannst du sozusagen in das Netzwerk geben. Ja, da installiert man so eine kleine Software aus dem Rechner und die gibt quasi diese Rechenleistung quasi dann in das Netzwerk. Und wenn du zum Beispiel jetzt ein Architekturstudent bist, ja, auf den Philippinen, oder du bist ein armer Student und kannst dir keine Renderleistungen kaufen, ja, weil du keine 5000 Euro für einen richtigen Rechner ausgeben magst, dann kannst du sozusagen über Golem deine Renderdatei für ein 3D-Objekt in diese Golem-Blockchain geben. Die verwaltet die ganzen Pakete, ja, und spielt die auf die ganzen Rechner aus und dann kriegst du binnen Minuten dein gerendertes Objekt wieder zurück. Ja. Und dafür bezahlst du quasi die Blockchain in Golem, ja, also in dieser Währung, und die Leute, die ihre Rechenpower zur Verfügung stellen, bekommen quasi Golem dann wieder als Entschädigung. Ja. Und es soll einfach diese Dezentralisierung klar machen, dass es nicht irgendwie Microsoft gibt, die einen Supercomputer haben und den kannst du dir mieten, oder Amazon, der irgendwie Server hat, wo du dir Speicherplatz mieten kannst, oder eine Dropbox, die Speicherplatz hat, oder ein Google Drive, die Speicherplatz hat, ja, sondern du mietest dir quasi von ganz vielen unterschiedlichen Leuten, von denen du gar nicht weißt, wer das letztendlich ist, dann diese Speicherkapazität, gerade bei SIA oder StoreJ. Und was natürlich auch ein Vorteil ist, das System kann nicht down gehen, weil es keines zentralisiertes, wenn bei Amazon der Stecker gezogen wird, dann sind Millionen von Webseiten offline. Ja. Durch diese Dezentralisierung kann das halt überhaupt nicht passieren, weil quasi die Daten auf Millionen von Rechnern liegen, ja. Was natürlich in Amazon überhaupt nicht leisten kann. Ja. Ja, und darum ist dieses Thema fernab auch mal von diesen Währungen wie Litecoin, Bitcoin, die nichts anderes sind als Währungen, ja, halt super, super, super spannend. Ja, ja. Also ich finde das auch ein sehr, sehr spannendes Thema, weil ich immer denke, man sollte auf jeden Fall nicht die Augen vor der Zukunft verschließen. Und ich sehe aus dem Thema, alleine auch schon durch das Interesse, was von dem Microsoft, aber auch von Banken da rein investiert wird, dass auch diese Großunternehmen schon einen gewissen Wert erkennen. Und ja. Das ist eigentlich immer so ein bisschen der, würde ich ja sagen, der Punkt der Zeit, wo ich dann auch überlegen muss, warum machen die das? Wenn die das machen, muss es ja einen Grund geben. Und das sind sehr, sehr viele tolle Projekte, die daraus entstehen können. Zumindest ist die Theorie, wir stehen ja noch ganz am Anfang, wie du gesagt hast, ist die Theorie, die daraus entstehen kann, schon sehr, sehr immens. Und gerade auch im, was du gesagt hast mit dem Double Spending, sind ja so Sachen, wo Möglichkeiten entstehen, den Finanzmarkt in gewisser Weise zu regulieren, ist es ja jetzt nicht, weil es ein dezentrales System ist, was sich selbst reguliert. Aber dass Banken natürlich auch dazu hingehen können und sagen, okay, in Frage stellen müssen, hat mein Geschäftsmodell, wie ich es jetzt gerade betreibe, perspektivisch in 20, 50, 100 Jahren, noch so, also wird das weiter so durchgeführt. Und als ich mich in das Thema auch ein bisschen eingelesen habe, gerade auch im Hinblick auf den Finanzmarkt, bin ich auch dazu gekommen, dass es gar nicht in Deutschland aktuell vielleicht die höchste Relevanz hat, aber es natürlich viele kleine Länder gibt, in denen das viel, ich, viel... Das wollte ich gerade noch sagen, ja. Genau, in denen das viel, viel interessanter ist. Ich weiß nicht, ob das jetzt für dich, also ob dir das auch schon mal über den Weg gelaufen ist, aber falls du dazu was weißt, würde mich das auch nochmal eine Meinung von dir interessieren, weil das ist natürlich auch das, wo es hier auf dem Kanal um, wenn es immer um Finanzen geht und das irgendwann vielleicht auch uns betreffen könnte, uns persönlich, eine Sache, die sehr, sehr interessant ist. Und in anderen Ländern wird es ja ganz anders gelebt aktuell, als es das bei uns wird. Definitiv, ne? Also ich weiß keine genauen Zahlen, aber es gibt so viele Menschen, gerade in ärmeren Ländern, die nicht mal ein Bankkonto haben.
Ja? Und da ist natürlich so, das sind natürlich so Geschichten wie Bitcoin oder Litecoin oder andere Kryptowährungen, die quasi nur als Wertetransfer da sind, natürlich mega, mega, mega gut. Ja? Ein Beispiel ist zum Beispiel die ganzen Flüchtlinge. Ja? Also ich sehe das hier immer in der Deutschen Post, ja, wie viele Leute da anstehen und mit einem Papierzettel hingehen und sagen, ich will 100 Euro zurück in die Heimat schicken. Ja. Und ich will nicht lügen, aber es dauert mindestens 1 bis 2 Wochen, bis das Geld dann bei denen angekommen ist, ja, weil es durch keine Ahnung wie viele Hände geht. Hätten die sozusagen ein Bitcoin-Wallet oder ein Litecoin-Wallet oder keine Ahnung was für ein Wallet, ja, könnten die sozusagen das Geld binnen Sekunden darüber schicken. Ja. Das Problem ist, dass es halt noch keine oder nicht ausreichend Akzeptanzstellen auf der anderen Gegenseite gibt. Aber das wird kommen, da bin ich mir sehr, 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 sehr sicher. Ja. Und von dem her gerade zu Themen wie Geschwindigkeit, ja, dass die Leute überhaupt, weil aktuell entscheidet ja eine Bank, ob du ein Konto bekommst oder nicht. Ja. Es ist ja genauso wie die Bank entscheidet aufgrund der Vergangenheit, ja, ob du einen Kredit bekommst oder nicht. Aber eigentlich ist es ja viel wichtiger, ob du in Zukunft das Geld überhaupt zurückbezahlen kannst. Ja? Ja. Also Leute, die in der Vergangenheit Probleme oder Fehler gemacht haben in ihrem Leben, was einfach zum Leben dazugehört, haben gar nicht mehr die Möglichkeit. Ja? Ja. Und das ist halt ultra spannend, auch das ganze Thema Microtransactions, ja, so kleine Geldbeträge von A nach B schieben, da ist irgendwie so PayPal und die SEPA-Geschichten, die wir haben, einfach viel zu langsam. Ja? Und das ist auch noch, sind auch noch alles geht. Ihr merkt, es gibt so viele spannende Bereiche, wo Kryptowährungen oder Blockchain-Technologien in Zukunft Fuß fassen werden, ja, wo einfach unser normales Geldsystem, ja, mit Münzen und Papiere und Banken viel zu langsam sind. Ich glaube auch, dass die Entwicklung nicht so schnell schaffen, sozusagen hinterherzukommen, ja. Wenn sie nicht anfangen, und das werden sie, glaube ich, mal auch eigene Blockchain-Technologien zu bauen. Und vielleicht gibt es auch irgendwann einen Kreissparkassen-Coin. Keine Ahnung. Ja, das kann natürlich auch sein. Aber es wird auf jeden Fall in die Richtung kommen. Ziemlich sicher. Ja. Ich finde es sehr, sehr spannend. Ich finde es vor allem sehr, sehr gut, dass du herausgestellt hast, dass es jetzt nicht um Spekulationen geht, sondern um den Wert dahinter zu hinterfragen. Ja. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich jetzt hier. Wenn dich jetzt Leute dafür interessieren, was würdest du denen raten, wo es denn eine gute Anlaufstelle, um sich zu informieren? Weil hier auf dem Channel ist es ja so jetzt mal am Rande angerissen. Ich möchte natürlich transparent so darstellen, was gibt es denn alles und was kann denn Sinn machen, sich in bestimmte Sachen zu beschäftigen. Aber gibt es da Anlaufstellen, wo du sagst, das solltest du dir anhören, guck dir mal das an. Weil in dem Bereich ist natürlich so ein Hype-Thema, wird auch sehr, sehr viel, Betrug ist da natürlich an der Tagesordnung. Und deswegen sollte man sich ja auch davor schützen, weil die Sachen, die du erzählst, hören sich immer schön und gut an, aber andere Sachen, also andere Leute können auch so schöne Sachen erzählen und was davon dann stimmt, muss man natürlich immer für sich selbst hinterfragen. Was sind denn seriöse Quellen, wo man dazu Informationen bekommt? Also grundsätzlich, wie gesagt, ich habe da kein Content in dem Bereich, ja, aber du verlinkst halt auf jeden Fall mal die Gruppe von Julian Hosp, ja, also die auch eine in der Facebook-Gruppe, die massiv wächst zurzeit, kommen jeden Tag 50 bis 100 neue Leute rein, wo wir ganz sachlich über diese ganze Blockchain-Thematik diskutieren. Ich bin auch Moderator von der Facebook-Gruppe. Da wird alles gelöscht, was mit Scam, MLM, Ponzi, Bullshit ist. Da geht es wirklich nur um Kryptowährungen und um die Blockchain-Technologie als solches. Ja. Dann auf jeden Fall, was halt immer ein spannendes Thema ist, dass wenn irgendjemand kommt und sagt, ey, ich habe hier irgendeinen Coin, irgendeine Währung, da musst du jetzt rein investieren, weil es wird das und das und das machen, erstmal auf coinmarketcap.com gehen. Das ist eine Webseite, wo du alle Kryptowährungen siehst. Und wenn der Coin dort nicht auftaucht, ja, dann ist es irgendein Scam-Bullshit, ganz frech gesagt. Ja. Und von dem her, da auf jeden Fall drauf gucken und vor allem hier in die Gruppe von Julian Hosp gehen. Der hat auch zwei sehr, sehr gute Webinare. Vielleicht kannst du auch, wenn du Bock hast, den Podcast mit mir und Julian in meinem Podcast verlinken. Da haben wir auch 1,5 Stunden über Bitcoin gesprochen, auch sehr einfach erklärt. Julian ist da wirklich sehr, sehr gut darin. Und da hast du, sage ich mal, schon mal die Webinare von Julian, die Gruppe von Julian und, sage ich mal, coinmarketcap.com. Damit bist du erstmal versorgt, ja. Ja. Okay, wir verlinken das, ich verlinke das alles sehr, sehr gerne in der Infobox. Wenn ihr dazu noch Fragen habt, könnt ihr das auch gerne in die Kommentare schreiben. Und ich bedanke mich auf jeden Fall bei dir, Lars, dass du dir die Zeit genommen hast und wünsche dir natürlich auch viel Erfolg weiterhin auf dem Weg und vor allem auch mit den Kryptowährungen. Danke dir. Bis bald. Ja, mach's gut.
So, das war das Interview. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Hast du bereits selbst Erfahrungen mit solchen Sachen gemacht oder sagst du, das Ganze ist für mich überhaupt nicht interessant? Es gibt da ja sehr, sehr viele Vorstellungen und man hat ja gesehen, die Meinung von Lars, er ist ja schon sehr, sehr tief im Thema drin. Aber ich denke, es ist trotzdem ein interessantes Thema, um es einfach auch transparent mal hier vorzustellen. Und mich würde deine Meinung dazu interessieren. Und ansonsten, wenn dir das Video gefallen hat, dann bewerte es mit einem Daumen nach oben oder abonniere auch den Kanal, dann verpasst du kein weiteres Video mehr. Und wenn du noch mehr Inhalte sehen willst, dann habe ich ein paar kostenlose Geschenke bei dir, für dich, bei mir auf der Homepage. Die findest du in meinem Newsletter, den kannst du dort kostenlos abonnieren und dann kriegst du Informationen, die du hier nicht auf dem Kanal erhalten wirst. Und ansonsten kann ich dir jetzt nur raten, entweder ich empfehle dir dieses Video, wo es um Grundlagen zu finanzieller Freiheit geht, oder um ein weiteres Video, wo es schon tiefer in den Aktienhandel bzw. in das Investieren zu finanzieller Freiheit geht. Ansonsten wünsche ich dir noch einen erfolgreichen Tag und sage bis dahin alles Gute.